Draußen vor der Höhle ist unterdessen eine Treppennatter auf Nahrungssuche. Sie hat die Iltisse bereits aufgespürt und sie wagt es auch, in den Bau einzudringen. Das Iltisweibchen hört die Gefahr. Wenn es der Natter gelingt, die Beute ins Freie zu ziehen, könnte sie sie umschlingen und erwürgen. Hier unten ist aber das Iltisweibchen im Vorteil. Es muss die Schlange durch einen Biss in den Nacken töten. Wäre das Iltisweibchen nicht im Bau gewesen, hätte sich die Schlange die hilflosen Jungen geholt. Die Beute ist so groß, dass sie als Nahrung für die nächsten Tage ausreicht.
wie sich die Jungen weiterentwickeln, welche Abenteuer sie in freier Wildbahn erleben, wie die ganze Familie auf die Jagd geht, werden wir im zweiten Teil dieses Films zeigen.